Hallo ihr Lieben, hier ist die Natalie mit zwei neuen Karten für den 21. und 22. April 2012, fürs Wochenende sozusagen. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich betreffend meiner Videos nur Videos senden kann, die weniger als 10 Minuten dauern. Das mag zum Vorteil sein, es ist nicht so langatmig. Zum Nachteil natürlich, dass ich mich da etwas zeitlich dann binden muss, sonst klappt das leider mit der neuen Qualität hier nicht. Aber ich gebe mein Bestes und gebe mir einfach Mühe, um die Dinge einfach besser auf den Punkt zu bringen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. So, und jetzt kommen wir zu den Karten. Und zwar, die Feen sind natürlich jetzt am Wochenende wieder dran. Und sie sprechen auch dieses Wochenende mal wieder. Das war gar noch nicht so lange her, glaube ich. Da waren auch die neuen Freunde das Thema. Und sie wollen euch wieder darauf hinweisen, dass es im Augenblick bezüglich eurer Freundschaften ganz viele Veränderungen geben kann. Sie wollen euch darauf hinweisen, dass es so ist, dass ihr euch da gar keine Sorgen und Gedanken machen sollt, bitte, wenn es da Umstrukturierungen gibt. Denn ihr seht hier die vielen Schmetterlinge auf der linken Seite. Da ist in euch sehr viel Transformation, findet da statt. Und die Transformation und diese Entwicklung, hat natürlich dann auch zur Folge, dass ihr anderes anzieht. Das, was zu euch dann besser passt, das, was auf eurer Ebene sich da tummelt. Das Gesetz der Resonanz ist eben nun mal völlig unbestechlich. Das ist immer zu Gange. Und sie sagen, es wird einfach eine tolle Bereicherung für euch geben in euren Freundschaften. Und sie sagen, lasst bitte alles los, was euch irgendwie Angst macht, dass ihr eventuell alte Freunde verlieren könntet. Dinge, die sich da verändern, das muss nicht unbedingt nach sich ziehen, dass jetzt von heute auf morgen schlagartig eure ganzen Freunde verschwinden und morgen dann 10 neue da sind, um Gottes Willen, sondern es geht wirklich ganz, die Übergänge sind sehr sanft. Bitte einfach darum, dass die Übergänge sanft verlaufen, dass euch auch ganz klar wird, sagen sie jetzt, wer wirklich ein wirklicher Freund für euch ist. Sie sagen, es ist wichtig für uns auch zu spüren, die Präsenz von dem wahren Freund auch zu spüren. Und das wird uns jetzt immer öfter begegnen und passieren, was ja sehr, sehr schön ist. Und das sind ganz tiefe und berührende Erfahrungen dann in der Folge zu erleben für uns. Und das ist ja wunderschön. Also, keine Sorgen machen. Wundert euch nur einfach nicht, wenn sich da viel verändert oder einiges verändert. Es ist alles zu eurem Besten. Absolut zu eurem Besten. Ihr könnt euch jetzt ganz arg freuen auf viele tolle neue Leute und auch auf die Erfahrungen, die dann da, die das mit sich bringt. Zum nächsten kommt noch der Ortswechsel. Der Ortswechsel bedeutet, dass sich in beruflicher und privater Hinsicht einiges verändern wird. Für den einen oder anderen vielleicht auch sehr, schon lange erwünscht, sich mal was verändert. Es kann sein, dass ihr umzieht. Das wäre das Naheliegendste, was sie da jetzt sagen. Es kann sein, dass ihr einfach wirklich jetzt eure Arbeitsstelle so langsam wechselt. Es kann sein, dass ihr eure Interessen verändert und dann einfach auch eure beruflichen Standbeine verändert. All das ist jetzt wirklich im Zuge dieser Transformation, der Veränderung, alles wirklich zu eurem Besten. Auch da wieder Schmetterlinge. Sehr schmetterlinglastig heute. Und sie sagen eben, ihr braucht euch überhaupt nicht zu sorgen. Bitte aufhören, Sorgen zu machen, sich Gedanken zu machen. Wenn euch das alles ein bisschen schnell geht vielleicht, dann bittet darum, dass das Ganze sanft und gut verläuft eben auch. Also wie bei der ersten Karte auch. Veränderungen sind natürlich sehr, sehr häufig für uns mit Ängsten verbunden, weil wir ja nicht wissen, was kommt da jetzt bei rum und verdiene ich vielleicht dann da an der neuen Arbeitsstelle genug oder
Wie ist es dann mit den Menschen um mich herum? Verstehe ich mich mit denen hoffentlich genauso gut oder besser oder überhaupt gut als mit meinen alten Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und. Also die Palette der Ängste ist riesengroß mitunter. Und wir tun uns da vielleicht noch ein bisschen schwer, da ganz leichtfüßig voranzusteigen und machen uns da vielleicht noch ein bisschen viele Gedanken. Sie sagen, es ist vollkommen unnötig. Sucht euch auch da grundsätzlich bitte immer den besseren Gedanken. Wenn ihr euch über irgendwas Sorgen macht, dann ihr könnt euch das gerne auch mal aufschreiben und ihr könnt euch dann aber auch aufschreiben, gegenüberliegend, was ihr eigentlich wirklich möchtet. Und dann könnt ihr von einem zum anderen gehen, könnt euch das immer wieder durchlesen und könnt euch dann einfach mit euren Ängsten konfrontieren und ihr werdet sehen, die werden kleiner. Ihr werdet eine andere Sichtweise auf euer Leben haben, eine übergeordnetere Sicht auf euer Leben und ihr werdet sehen, dass diese Ängste einfach wirklich einer Illusion entspringen und dass ihr letzten Endes grundsätzlich die Macht habt, Macht eurer positiven Gedanken, euch wirklich das Allerbeste zu manifestieren. Also nur dann, wenn die Sorgen und die Zweifel und die Ängste überhand nehmen, dann zieht ihr euch runter und manifestiert auf der Ebene. Also ihr habt es grundsätzlich und immer in der Hand. Das solltet ihr immer, immer, immer wissen. Euch immer vor Augen halten. Und gerade wenn ihr sehr verängstigt seid, euch da immer wieder selber mal zurücknehmen und sagen, okay, also jetzt machen wir mal wieder eine ganz tolle Liste mit sehr positiven Aspekten und suchen uns da einfach wieder die besten Gedanken zu dem entsprechenden Thema, was uns da gerade mal besorgt oder sonstiges. Gut, ihr Lieben. Und dann kam da noch im hohen Bogen eine Karte aus dem Deck geflogen und das war das Umweltbewusstsein. Das wollen uns die lieben Feen jetzt eben auch noch mal zu guter Letzt für das Wochenende nahe bringen und sie sagen, sie sind extrem erfreut, wenn ihr euch mit eurer Energie, mit eurer ganz positiven Energie auf die Erde konzentriert, auf die Tier- und Pflanzenwelt, auf die Erde selbst konzentriert, euch eure guten Energien Richtung Erde schickt, zu den Tieren schickt, zu den Pflanzen schickt. Wenn ihr euch wohlfühlt, dann ist dem Planeten extrem geholfen, denn euer Wohlfühlen zieht unglaubliche Kreise in eure Umwelt und euer Fokus auf alles Positive auf diesem Planeten zieht die allergrößten Kreise. Also bitte, Nachrichten, Zeitungsmeldungen, was es da so alles momentan gibt an Schreckensmeldungen, was auch immer. Das heißt nicht, dass ihr ignorant seid, wenn ihr euch nicht drauf konzentriert. Konzentriert euch bitte auf die sehr, sehr positiven Aspekte und die Energie wird angehoben und die Schwingung wird angehoben, besser gesagt. Und das hilft dem Planeten ungemein. Ihr helft jeder für sich ungemein. Natürlich meinen sie mit Umweltbewusstsein dann eben auch, dass ihr umweltfreundliche Reinigungsmittel beispielsweise verwendet. Jetzt ein Beispiel, dass ihr Müll trennt und dass ihr euch einfach in positiver Art und Weise verhaltet und ihr wisst schon, was damit gemeint ist letzten Endes. Also sich da der Umwelt gegenüber positiv zu verhalten. Also auch wenn ihr im Wald unterwegs seid und seht da irgendwelche Plastiksachen rumliegen oder was auch immer. Die Leute lachen immer über mich, weil ich, wenn ich laufen gehe, dann sammle ich ganz gerne das eine oder andere, was mir da vor die Füße kommt. Sammle ich schnell auf und renne dann zum nächsten Mülleimer und schmeiße das zumindest rein. Ich weiß, das klingt vielleicht jetzt etwas ja, pingelig oder was auch immer für den einen oder anderen, aber ich lege Wert drauf und die Lieben finden das ganz toll. Also, kümmert euch um eure Umwelt, kümmert euch um euer Wohlgefühl, dann ist alles in bester, bester Ordnung und somit verabschiede ich mich dann auch schon wieder. Wir sind schon mit der Zeit schon wieder ganz, ganz durch und dann freue ich mich natürlich auch wieder auf euch und auf Montag. Tschüss.